Zombie Apocalypse. Willkommen zusammen zurück bei einer neuen Folge von Let's Play Notruf 112, die Feuerwehrsimulation. Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Channel. Ihr habt euch bestimmt sicherlich gerade gewundert, warum ich an der Drehleiter gestanden habe. Ja, in der letzten Folge war das so ein bisschen komisch. Also irgendwie aus irgendwelchen Gründen auch immer ist die DLK so ein bisschen buggy gewesen. Also ich bin ja auf das Übungsgelände gefahren und auf einmal habe ich einen Einsatz bekommen, habe diesen bestätigt, also ich habe ihn angenommen. Auf einmal habe ich so ein komisches, merkwürdiges Geräusch gehört und auf einmal steht die Drehleiter mitten in der Wache, ausgefahren mit ausgefahrenen Leiterpark in der Wache und backt ein wenig rum. Ja, also sie hat jetzt keinen Kuchen gebackt oder so. Nein, es war ein kleines Spielerlebnis, ein kleiner Spielfehler und von daher war das gerade alles dann zusammen ein bisschen komisch. Ich wollte bloß mal sicher gehen, ob die Drehleiter sich wieder erholt hat. Ich habe jetzt einen neuen Einsatz, der trägt wieder keinen Namen. Ich glaube, das könnte ein BMA sein oder irgendwie ein Brandgebäude-Großeinsatz oder Brandgebäude-Klein, wie dem auch sei. Ja, wo wir gerade bei Drehleiter sind, würde ich sagen, wir nehmen den Maschinist. Los geht's. Achtung, Brandschutz, Brandmeldeanlage, Einsatz für... ELW, LF24, DLK2312, meine Stange. TLF1, RTW1. Boah, wie viel Kameraden auch anstürmen? Da fängt das Spiel schon an, ein bisschen zu hängen. Das ist ja gigantisch. Alter Schwede. Wir gehen auf Status 3. Hat er das jetzt angenommen? Ja, okay. Sehr schön. So, ELW müsste jetzt auch theoretisch gleich rausfahren. Da ist er auch schon. So, dann fahrt mal bitte vor. Ich komme als letztes Fahrzeug. So, TLF, wo bist du? Sehr schön, der fährt raus. So, jetzt bin ich mal gespannt, was wir jetzt für einen Einsatz haben. Hab das leider, wie gesagt, jetzt noch nicht gesehen. Ach, ich glaube, das ist wieder ein BMA-Einsatz. Okay, trotzdem müssen wir solche Einsätze absolvieren. Oh, guck mal, hier ist ein Schild. Das muss ich gerade mal lesen. Jetzt warten wir noch auf den RTW. Der kommt da auch schon angefahren. Was steht denn da? Feuer, die Rückkehr der Feuerwehr Wars. Neptun, besser als nichts. Okay, das klingt gerade sehr nach Werbung. Ich guck mal kurz. Ich weiß aber nicht, was das jetzt sein könnte. Feuer, die Rückkehr des Feuerwehr-Wars. Okay. Also das Bild im Hintergrund sieht cool aus, aber der Spruch ist irgendwie merkwürdig. Aber trotzdem finde ich das irgendwie cool. Cool gemacht. So, benutze die linke Stütze. Hä? Okay. Ah, okay. Kann man natürlich machen. Machen wir. Das tut mir natürlich leid, das hätte ich schon viel früher machen können. Er schließt jetzt den Schlauch an. Wir müssen natürlich auch die Drehleiter voll funktionstüchtig machen. Oh Gott. Die Stützen ausgefahren. Ja, sind sie. Sehr schön. Also anscheinend brennt es da drin doch, oder? Ja, Leute, jetzt bin ich gerade mal ein bisschen gespannt. Ist hier anscheinend doch ein Feuer ausgebrochen? Also jetzt bin ich mal wirklich ein bisschen neugierig. Wo brennt es denn? Wo drückt denn der Schuh, Leute? Sagt mal jemand. Ich höre jetzt auch nicht irgendwie die BMA oder so. Trotzdem hier ein Schnellangriff wird aufgebaut. Und sie gehen unter Atemschutz wahrscheinlich gleich in das Gebäude. Hier, der Einsatzleiter steht dort. Okay. Also sind wir doch anscheinend an einem Einsatzort, der gerade real ist. Ach, guck mal, der brennt ja sogar. Guck mal. Jetzt bin ich mal gespannt. Ja, Leute, jetzt macht ihr mich ganz schön neugierig hier. Jetzt muss der Papa erstmal schauen, was wir hier haben. Denn ich werde jetzt gar nicht irgendwie benachrichtigt, was wir überhaupt haben. Oh, guck mal, das brennt. Na, immer ran, da Horste. Genau, immer rein da, einfach rein. Was brennt denn hier? Oh Gott, nee, das ist mir zu warm. Ich gehe mal lieber raus. Sollte man natürlich jetzt nicht so machen. Ist natürlich jetzt auch ein bisschen unrealistisch, was ich gerade hier mache. Aber hey, Leute, es ist ein Spiel. Da kann man das natürlich mal zeigen oder mal machen. Wenn man leider auch nicht weiß,
für welchen Einsatz man gerufen wurde. Ist das schon ein bisschen schwieriger. Zu sehen, was man überhaupt hat. Darf ich die Drehleiter ausfahren? Oh Gott! Ja, ich verstehe schon, dass wir haben ja Sommer, also da kann man natürlich solche Wasserspiele machen. Darf oder soll ich die Drehleiter ausfahren? Also ich könnte es natürlich sehr gerne machen, wenn ihr das natürlich mögt. Ich bekomme aber leider keine Informationen. Also ich bin natürlich am Einsatzort eingetroffen und gehe somit auf Status 4. Und der Rauch lichtet sich auch langsam, er wird immer weniger. Das ist sehr schön gerade zu sehen. Dass eigentlich mal wieder richtig reibungslos hier läuft. So möchte man das sehen. Das findet ihr denn genauso Notärzte, ne? Oder Rettungssanitäter, wie dem auch sei. Ihr kommt auch her, ne? Und schaut euch das Spektakel an. Mehr macht ihr aber auch nicht. Stehen wir so rum, aber ich finde den Skin irgendwie cool. Der sieht so nice aus, so realistisch. Schon schön. Alle stehen hier ahnungslos vor dem Gebäude. Eine Person, ein Kamerad der Berufsfeuerwehr macht seine Arbeit. Und der Rest steht hier ahnungslos rum und wartet, bis irgendetwas passiert, wo man eingreifen könnte. So, jetzt ist irgendwie Stille hier. Technik-Deal. 3% Rabatt auf Technik. Boah. Doch so viel, ja? Okay. Sagen wir hier einfach frei. Was ist das für ein Auto? BRUMM01. Sieht komisch aus. Würde ich nicht kaufen. Das ist doch hier irgendwie eine Spielekonsole. Sieht eher aus wie so ein kleiner Laptop oder wie so ein Buch. Ein elektronisches Buch. Sind überall Werbeplakate und Werbebilder. Also ich muss jetzt kurz mal schauen, was hier gerade los ist. Ach Mensch, der macht doch wieder nichts. Ach, Jungchen. Du noch viel lernen musst, junger Badawa. Ich glaube, da muss ich erstmal den Kamerad wechseln. Ich gehe einfach mal zum LF24 und wechsle zum Angriffstrupp. Der natürlich eigentlich im Gebäude sein müsste. Oder wir nehmen einfach mal den Angriffstruppführer. Ich weiß gar nicht, warum der alleine hier in das Gebäude geht. Dann muss ich das anscheinend wieder alleine löschen. Ich habe gedacht, das funktioniert jetzt einfach mal so richtig schön wieder, so wie man sich das wünscht. Alle Kameraden machen das, was sie eigentlich machen sollen. Und dann kann man warten auf den nächsten Einsatz. Aber leider, es funktioniert nicht. Finde ich auch ein bisschen schade. Ich glaube, das hat sich schon irgendwas geändert hier im Notruf. Ist aber leider immer noch nicht der Fall. Und irgendwie lässt sich dieser Brand auch nicht löschen, habe ich das Gefühl. Also ich halte da wirklich die ganze Zeit schon drauf. Irgendwie passiert da nichts. Ja, ich glaube, wenn ich das nicht machen würde, dann würde jetzt auch nicht weiter passieren. Deshalb mache ich das jetzt mal lieber alleine. So, okay. Also der erste Schrank ist gelöscht. Das ist ja schon mal wunderbar. Die anderen Brände sollten jetzt auch gleich gelöscht sein. Da oben komme ich nicht ran. Finde ich gerade ein bisschen schade. Anscheinend ist das gerade wieder ein bisschen buggy. So, da noch vielleicht. Da qualmt es noch ein bisschen. Ach, guck mal, da brennt es. Ah, jetzt sehe ich es. So, und jetzt eigentlich bloß noch hier, glaube ich. Dann sollte alles gelöscht sein. Also ich weiß jetzt gar nicht, was ich dazu sagen soll. Es ist natürlich scheiße, was hier gerade passiert. Alles ist schwarz in diesem Supermarkt. Und leider funktioniert das Spiel nicht so, wie es so... Oh, jetzt fängt es wieder an zu brennen. Oh Gott. Ist das eine schwierige Geburt. Ich komme da nicht mal ran, das ist das Problem. So. Lösche das Feuer.
Das haben wir jetzt gemacht, eigentlich, ne? Also eigentlich müsste da alles gelöscht sein. Jetzt verstehe ich jetzt nicht, warum die Aufgabe jetzt immer noch aktiviert ist. Ach, guck mal hier. Da brennt's noch. Da qualmt's noch ein bisschen. Oder brennt es schon in den Nebenraum? Nö. Das ist ja auch cool. Jetzt können wir einfach die ganze Palette hier von Getränke mitnehmen. Hier haben wir sogar Energy. So wie es aussieht. Dann haben wir hier irgendwelche Coca-Soda. Ist ja cool. Also kann man sich vollkommen bedienen. Nein, macht man natürlich nicht. Auch wenn da jetzt die Gelegenheit dazu hätte. Ach, hier, guck mal. Ich glaube, da qualmt es noch ein bisschen. Aber es bringt nichts. Ich halte da wirklich drauf. Es passiert einfach nichts. Tja, Leute. Das ist anscheinend wieder ein kleiner Spielefehler, den ich selber persönlich gerade nicht irgendwie erahnen kann oder irgendwie beseitigen könnte. Wie man es sehen kann, der Brand ist gelöscht. Trotzdem habe ich die Aufgabe, ich soll den Brand löschen. Hä? Okay, jetzt ist die Drehleiter ausgefahren. Warum auch immer. Theoretisch bin ich fertig, also ich sehe jetzt hier nichts mehr. Oder brennt hier noch irgendwas anderes? Dann müssen wir durch den Vordereingang. Ich glaube mal nicht, oder? Ich verstehe es gerade nicht. Also das wird hier gerade so zu einem sehr, sehr langen Video. Aber trotzdem müsste ich jetzt sagen, liebe Leute, dass wir uns in der nächsten Folge wiedersehen. Also ich weiß gerade echt nicht, was das ist. Ich hoffe, euch hat es trotzdem gefallen. Ich lege jetzt mal das Ruhestrau ab und die ganze persönliche Schutzausrüstung. Wenn es euch trotzdem gefallen hat, lasst einen Daumen oben da. Und trotzdem wünsche ich euch jetzt noch einen angenehmen, schönen Tag. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tja, ist das ein schlechtes Wetter.